Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ganz spontane Nummer, hier einfach an der Straße. Wir haben uns gerade bei IKEA Bettwäsche gekauft. Klingt erstmal witzig, ist aber ganz schön kacke, was uns passiert ist. Ja, wir sind gerade noch mit Stefan unterwegs. Da drüben steht der Caddy. Und waren gestern bei einem Lost Place, sollte die allerletzte Location auf der Tour, die wir gerade zusammen machen werden. Wir waren ja die letzten Wochen auf Sardinien. Und haben geparkt auf einem Parkplatz, wo wir hätten nicht stehen sollen. Also als wir angekommen sind, es war schon alles zugemüllt, sah schon nicht so einladend aus, die Gegend. Dummerweise, ich weiß nicht, was uns geritten hat, haben wir die Autos dort stehen lassen. Achso, wir waren übrigens in Rom. Also vielleicht das Video auch als kleine Warnung an diejenigen, die mit dem Camper oder mit dem Auto nach Rom wollen. Passt ganz genau auf welche Parkplätze ihr euch stellt. Als wir zurückgekommen sind, habe ich den kleinen Steinschlag hier bemerkt. Nee, uns hat jemand die Scheibe eingeschlagen. Ich will gar nicht mehr so viel sagen, es war eine richtig coole Tour zusammen mit Stefan, der jetzt langsam wieder zu seinen Krabben fährt. An die Nordsee fährt. An die Nordsee. Und für uns geht die Reise noch ein bisschen weiter in die andere Richtung. Also, Servus. Meine Scheibe wurde eingeschlagen. Was? Deine auch? Oh mein Gott! Hast du irgendwas drin gehabt? Nee. Das gibt's nicht. Ich hab meinen Kasten aufgeknackt, mein Laptop ist weg. Nein. Ich hab das Schloss aufgeknackt. Was? Einfach hier am helllichten Tag? Scheiße. Scheiße! Hier siehst du richtig, wo ein Schraubenzieher irgendwie zwischen ist oder sowas. Ich schätze mal, und dann irgendwie Druck auf die Scheibe, dass die Scheibe springt, hält hier noch halbwegs zusammen wegen der Folie. Und ja, hier drin hast du auf der Bettwäsche so ein paar Blutspuren, weil er sich wahrscheinlich dabei verletzt hat. Deswegen auch die neue Bettwäsche. Hier ist alles noch aktuell voller Scherben. Wir haben gestern die Nacht im Hotel verbracht, weil es gestern Nachmittag erst festgestellt wurde. Und ja, wer die Videos ein bisschen verfolgt hat, hier sieht es sonst ein bisschen anders aus. Also einmal natürlich aufgeräumter. Hier sieht man übrigens ein bisschen was von dem Blut, weshalb wir uns jetzt die neue Bettwäsche geholt haben. Und unsere Wäschesäcke, sag ich mal, auf beiden Seiten hatten wir große Säcke, wo all unsere Klamotten drin waren, sind weg. Sind geklaut. Wahrscheinlich wusste er nicht, dass einfach nur Wäsche drin ist und hat hier halt die Fensterscheibe eingeschlagen, aufgebrochen und einfach erstmal alles geschnappt, was er kriegen kann. Das müssen eigentlich auch mehrere gewesen sein. Ja, wenn er jetzt im Nachhinein die Dinger aufmacht, würde er sich ärgern. Hat ein bisschen Wäsche von Vivian, die er vielleicht noch im Darknet verkaufen kann. Getragen ist er aber nicht. Das mindert natürlich wieder den Preis. Lustige Geschichte in Anführungsstrichen, kann man drüber hinwegsehen. Die Scheibe, wir haben das der Polizei gemeldet. Wurde alles aufgenommen, das wird die Versicherung übernehmen und. Es ist Gott sei Dank nichts, zumindest bei uns, Größeres weggekommen. Stefan hat es ein bisschen übler getroffen. Darf man nicht gerade filmen, oder? Ja? Die Stimmung ist nicht so gut, Leute. Und das ist auch völlig berechtigt. Also ich muss mich jetzt auch wirklich ein bisschen zusammenreißen, weil ich bin jetzt wieder ein bisschen dem Heulen nach. Kleine Scheibe eingeschlagen, weiß ich nicht warum. Und dann sieht man hier, bestimmt mit dem Schlitzschraubenzieher hier angesetzt und die Scheibe zum Platzen gebracht. Ne? Hier sieht man es auch nochmal ganz gut bei Stefan. Ich weiß nicht warum die vorher diese Scheibe zerschlagen haben, Leute. Ist das irgendwie ein Trick oder was macht man damit? Das hat man ja, ihr kannst ja gar nichts machen. Kannst ja auch nicht rumgreifen, um die Tür zu öffnen. Keine Ahnung, vielleicht hat das irgendwie nicht geklappt und dann hat er die genommen. Ja. Das wäre für mich auch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, ich habe vorne eine Box, ein Safe. Ihr seht, das ist heile. Er hat das mit dem Schraubenzieher unten die Scharniere aufgeknackt, das Schloss ist runtergefallen, hat den Kasten komplett, den Deckel abgenommen und dummerweise hat er mein ganzes Equipment mitgeklaut. Das heißt, Laptop, Drohne, Kopfhörer, mein Livestream-Setup, das ganze Videomaterial, wo wir auf Sardinien waren, ist futsch. Ja, man muss dazu sagen, wir sind jetzt 3 Wochen unterwegs, zusammen mit Stefan. Wir waren ja vorher schon in Spanien, Portugal, Vivian und ich. Und Stefan ist dann dazugestoßen in Barcelona. Ihr habt es, glaube ich, in den Videos gesehen. Wer nicht, ich verlinke das sowieso alles nochmal unten. Wir sind mit der Fähre rüber nach Sardinien, waren dann 3 Wochen auf Sardinien, haben natürlich einiges auch gefilmt, gemacht, getan und ja. Es war alles in dieser Box. Alles von Stefan von diesen 3 Wochen war in der Box und es ist alles weg.
Alles ist weg. Vielleicht war das auch ein bisschen dumm. Den Kasten vorne mit dem Schloss, man hatte bestimmt gesehen, da muss was drin sein, da müssen wir ran. Und dann haben sie es sofort. Ja. Du hast hier halt so ein Safe gebaut. Ja. Der ist mit der Karosserie verschraubt. Genau, der ist fest verschraubt. Der Deckel ist hier oben drauf. Vier Scharniere und hier vorne war das Schloss dran. Und das Doofe ist, das konnte man halt sehen. Ich hätte vielleicht eine Decke rüberlegen müssen oder so. Oder für nächstes Mal ist man schlauer. Ja. Man muss es halt anders positionieren. Ja, man muss dazu auch sagen, man denkt jetzt nicht unbedingt, es war helllichter Tag und die Straße war super befahren. Man denkt ja nicht daran, dass jetzt dann in den 2 Stunden, die man weg ist, da jemand vorbeikommt an dieser super befahrenen Straße und die Autos die Scheiben einschlägt. Hier bei Stefan war auch die Matratze, hier war halt alles umgewühlt. Der muss da richtig drin gewesen sein. Der muss da gestanden haben gefühlt und hat hier alles rumgeschmissen. Bei uns ja auch. Das ist quasi noch der Originalzustand. Der hat hier herumgewütet. Da hinten war noch eine Schnalle von der Tasche. Der muss die einfach rausgerissen haben. Sein Overnight-Rucksack ist auch weg mit Schlafsack, Isomatte und. Wir haben unseren Rucksack gestern noch oben verstaut. Da ist er komischerweise nicht reingegangen in die Taschen. Die sind auch abgeschlossen. Aber gut, wer die Scheibe einschlägt, kann so ein Ding ja auch knacken. Der Rest vom Schützenfest. Wir haben die Autos noch nicht ausgesaugt. Das ist gestern Abend alles passiert. Wir haben es der Polizei erstmal gemeldet. Die hat es aufgenommen. Zumindest haben wir so einen Report, dass man das irgendwie nachweisen kann, dass wir es gemeldet haben. Aber na, ja, ich glaube, jeder von uns weiß, wie die Chancen stehen, sowas wiederzubekommen. Ja, warum ich das Video hier gerade auf dem IKEA-Parkplatz starte. Hier sind Parkplätze direkt auch wieder an der Hauptstraße. Wir sind immer noch sehr nah an Rom. Direkt vor so einem Shoppingcenter hier. Und jeder zweite Parkplatz hat gefühlt einen riesigen Scherbenhaufen hier liegen. Warte mal. Hier sind Scherben. Da drüben beim Auto sind auch Scherben. Ohne Scheiß, so sieht jeder zweite Parkplatz aus. Wir haben mal ein bisschen im Internet recherchiert. Hätten wir am besten mal vorher machen sollen. Aber Stefan hat es ja schon gesagt, im Nachhinein bist du immer schlauer. Man rechnet halt irgendwie nicht damit, dass man selbst in diese Situation kommt. Vielleicht kennt ihr das. Ja, keine Ahnung, Leute. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Für uns ist das halt das allererste Mal, dass sowas passiert. Und dementsprechend ist man natürlich schon auch echt ein bisschen geschockt. Ich meine, am Ende, schlimmer geht's immer, die hätten die Autos klauen können. Man hätte verletzt werden können. Wobei ich natürlich jetzt nicht jemand vorwerfen will, der einen Diebstahl begeht, dass er gleich auch Körperverletzung begeht. Das sind ja nochmal ganz andere Kriminalitätslevel. Wahrscheinlich sind es auch nur irgendwelche armen Leute, die, ja, man kann es wahrscheinlich auch gar nicht so richtig verübeln, auf solche Fahrzeuge von Touristen aus sind und da halt dann irgendwie schnelles Geld sehen, denen es auch nicht so gut geht. Aber Stefan hat es ja auch gesagt, wenn es nur die Scheibe wäre und nur der Laptop. Es ist halt die ganze Arbeit von einem Monat. Und das ist die große Scheiße dabei. Habt eure Wertsachen einfach immer, wenn ihr unterwegs seid, bei euch. Lasst auch nicht, wenn ihr kurz einkaufen geht in so einer großen Stadt wie Rom oder weiß ich nicht, Lissabon oder keine Ahnung was. Lasst niemals ein Portemonnaie, ein Handy im Auto. Auch nicht im Handschuhfach. Das kann ich vielleicht auch mal kurz zeigen. Weil, bitte, hängt hier auch nur noch auf 7:30. Das wurde auch aufgebrochen. War halt auch nichts drin. Ein Nagelset von dir, ne? Ja. Also hier, da waren Kopfhörer drin. Die sind, wo sind die jetzt? Die sind hinten. Achso, die sind hinten. Kopfhörer und ein Nagelset. Was hat der mitgenommen? Mein Nagelset. Das Nagelset. Ja, es musste wahrscheinlich einfach schnell gehen. Und das war in so einem kleinen Etui. Sah vielleicht wertvoll aus, keine Ahnung. Stefan hat sogar eine richtige Alarmanlage installiert. Aber die geht nur an, wenn man die Tür aufknackt. Nicht, wenn man das Fenster einschlägt. Also Leute, das ist vielleicht auch einfach so ein kleines Warnungsvideo. Nehmt eure Wertsachen bloß immer, immer aus dem Auto und auch ein Safe ist scheinbar nicht sicher. Wir suchen uns jetzt irgendwie so eine kleine Ecke, wo man das Auto vielleicht aussaugen kann, entfernen die Reste von der Scheibe und so weiter und so fort und ja, dann schauen wir mal. So, Carglass repariert und tauscht aus. Wir haben ein neues Fenster, erstmal aus Plexiglas jetzt hier eingeklebt. Das ist jetzt keine Dauerlösung, aber ich denke, fürs Erste ist es okay. Zumindest ist das Fenster wieder zu. Wir haben jetzt heute tatsächlich den ganzen Tag damit verbracht, einmal neue Klamotten zu besorgen, weil unsere Klamotten ja einfach alle weg sind. Also, ich glaube, der hat sich ein bisschen was anderes vorgestellt, was in den Taschen sein soll. Wir haben jetzt auf jeden Fall neue, frisch gewaschene Bettwäsche und haben bei der Gelegenheit gleich einmal noch das Auto ausgesaugt, da waren halt auch überall Scherben, alles ausgeklopft, so dass da jetzt hoffentlich alles raus ist.
Ja, servus Leute. Haben wir einen kleinen Zeitsprung. Ein paar Stunden sind wieder vergangen. Und wir liegen wieder im Auto. Ist ein bisschen minimalistischer geworden hier. Wir hatten ja vorher hier die großen Kleiderschränke. Das Gute ist tatsächlich aber, man hat jetzt viel mehr Beinfreiheit irgendwie. Dadurch, dass die weg sind. Ja, und übrigens, das sind jetzt unsere Kleiderschränke, unsere neuen. Diese Plastiktüten hier. Ganz ehrlich, ist okay. Ist okay. Kann man sich mit abfinden. Was bleibt abschließend zu dieser Geschichte zu sagen? Bis auf die Wäsche ist bei uns ja nichts abhanden gekommen. Tja, mit Stefan habt ihr ja gehört, das ist schon irgendwie echt krass. Ich kenne Stefan ja jetzt ja wirklich schon eine Weile und ich habe ihn noch nie so aufgelöst und mitgenommen gesehen. Ja, heute Abend konnten wir schon wieder ein bisschen rumscherzen, aber das sitzt halt noch tief. Weil es jetzt einfach halt für ihn 3 Wochen Tour sind und er hat sich so auf die Sardinien-Tour gefreut. Auf das Filmen, auf die Videos, die er dann daraus schneidet. Und am Ende ist jetzt einfach alles davon weg. Leute, warum jetzt überhaupt das Video hier? Völlig aus der Reihe, wahrscheinlich auch ein bisschen durcheinander. Wir wollen nicht nur die Bilderbuchgeschichten zeigen. Wir fahren die schönsten Orte entlang und alles ist immer super. Auch sowas passiert. Passt auf, in und um Rom. Beziehungsweise, wie ich gelesen habe, jetzt in ganz Italien. Ich war schon öfter in Italien, habe noch nie irgendwie davon was mitgekriegt, aber gerade in den großen Städten in Italien soll es wohl heiß hergehen. Genug gequatscht, würde ich sagen. Schreibt eure Erfahrungen mit sowas gerne mal in die Kommentare. Ist euch sowas auch schon mal passiert? Wenn ja, was ist abhanden gekommen? Oder wie schützt ihr euch vielleicht gegen sowas, wenn ihr unterwegs seid? Würde mich mal interessieren. Und schaut auf jeden Fall auch gerne mal bei Stefan vorbei. Ich packe euch das Video, was er zu dem Thema macht, wo er seine Sicht nochmal schildert, unten in die Videobeschreibung. Und geht gerne mal rüber, schreibt einen netten Kommentar oder sowas. Ich glaube, da freut er sich drüber. Ja, dann kriegen wir den alten Opa auch schnell wieder aufgemuntert und in seine alte Form zurück. In dem Sinne, passt auf euch auf, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.